Hallo und herzlich willkommen beim Bake Club. Wir sind Ben und Bällchen und zusammen machen wir heute Cake Pops. Für Cake Pops brauchen wir verschiedene Zutaten. Welche das sind, könnt ihr unten in der Beschreibung nachlesen. Wir fangen jetzt mit dem Kuchen und dem Gelee an. Wie die beiden Sachen gemacht werden, könnt ihr in anderen Videos von uns nachschauen. Die Links werden euch jetzt hier eingeblendet. Wir fangen jetzt an, den Kuchen und den Gelee miteinander zu vermengen. Ihr könnt euch natürlich auch den Kuchen schon fertig kaufen. Ihr müsst ihn jetzt nicht extra backen. Genau das gleiche auch mit Gelee. Mit Gelee könnte man auch stattdessen Konfitüre oder so nehmen. Da sind dann noch Stückchen drin. Das ist vielleicht auch dann beim Reinbeißen ganz nett. Ich fange jetzt an, den Kuchen zu zerkrümeln und das Gelee dann Stück für Stück, Löffel für Löffel dazu zu mengen. Ich nehme jetzt einmal Handschuhe, das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich mag es nicht so gerne, wenn dann das Gelee so unter die Fingernägel kommt. Deshalb arbeite ich immer ganz gerne mit Einweghandschuhen, die gibt es übrigens in jedem Supermarkt zu kaufen. Ich nehme jetzt den Kuchen, nehme mir erstmal nur so ein kleines Stück und zerkrüme den jetzt mehr. Jetzt habe ich hier schon die kleinen Kuchenkrümel. Und jetzt gebe ich das Gelee dazu. Man kann leider nicht sagen, auf so und so viel Gramm Kuchen kommt so und so viel Gelee, weil es je nachdem, wie der Kuchen gebacken wurde, ist er trocken, ist er saftig. Je nachdem, wie trocken er ist, muss dementsprechend mehr Gelee rein. Deshalb müssen wir uns so ein bisschen rantasten. Ich beginne jetzt mit wenig Gelee und werde nach und nach mehr Gelee dazugeben. Ganze immer gut zerkneten und ruhig geduldig sein, weil es wird mit der Zeit immer dunkler und es vermischt sich immer besser. Man muss richtig auch schön kneten und kneten. Fängt jetzt schon an, sich so ein bisschen so wieder zusammen zu verbinden. Beim Gelee könnt ihr übrigens darauf achten, dass es ein helles ist. Dunkle färben den Kuchen auch ganz gerne. Also gerade wenn man einen hellen Kuchen hat und man nimmt Himbeerkonfitüre, passiert es, dass der Kuchen dann so gräulich wird, was nicht so schön aussieht. Deshalb immer am besten ein helles Gelee nehmen. Da eignet sich zum Beispiel Quitte ganz super dafür. Das verfärbt den Kuchen wirklich gar nicht. So, jetzt gucke ich mir den Kuchen mal an. Das Kuchen-Gelee-Gemisch genauer gesagt. Und das sieht schon ganz gut aus. Das lässt sich jetzt formen und kann jetzt zu Kugeln geformt werden. So, fürs Rollen hole ich mir jetzt männliche Verstärkung. Ben wird jetzt zusammen mit mir die nachrollen, beziehungsweise zu kleinen Kugeln rollen. Das machen wir jetzt von Hand. Ihr könnt es natürlich auch abwiegen. Eine ideale Größe sind so 25 bis 30 Gramm. Aber wir machen das jetzt einfach mal nach Augenmaß und rollen hier jetzt nacheinander die kleinen Kuchenkugeln. Die Kuchenkugeln sind jetzt gerollt und der nächste Schritt ist das Bestielen der Kugeln. Dafür habe ich schon mal Schokolade temperiert. Das zeige ich in einem anderen Video. Klickt einfach auf den Link. So, wir haben hier unsere Lolli-Stiele. Die bekommt ihr mittlerweile in ganz vielen Online-Shops. Und wir beginnen jetzt, die Stiele erstmal in die Kuvertüre zu tauchen, um sie dann in die Kugel zu stecken. Wir machen das mit der Kuvertüre, damit die Kugel besser am Stiel hält. Es, wie man sieht, entsteht so ein kleiner Pfropfen, der uns später dann dabei hilft, dass die Kugel nicht am Stiel runterfällt. Einfach beherzt in die Schokolade reintauchen und zack in Cake Pop. Dabei müsst ihr achten, dass ihr nicht zu tief reinsteckt, weil dann die Gefahr ist, dass er hier oben wieder rauskommt und uns dann beim Überziehen der Stiel wieder oben rauskommt. Das wird jetzt erstmal eine Weile ruhen, beziehungsweise die Schokolade muss anziehen, damit auch dieser Pfropfen, der da entstanden ist, dann auch wirklich das Ganze hält. Wenn ihr das Ganze beschleunigen wollt, könnt ihr es natürlich auch in den Kühlschrank stellen, so für 10 Minuten ungefähr. Aber ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr es wieder rausnimmt, dass es nicht sofort überzogen wird, weil die Kuchenkugeln sollten nicht zu kalt sein beim Überziehen. Wir nehmen jetzt die Cake Pops und überziehen sie. Sie haben lang genug geruht, der Stiel ist fest. Einfach beherzt in die Schokolade reintauchen, ein bisschen abschütteln und dann nach Herzenslust dekorieren. Das wird Isabelle übernehmen.
Genau, wir haben hier schon mal was vorbereitet. Das ist ein Brett, da haben wir einfach selber mit der Bohrmaschine ein paar Löcher reingemacht. Ihr könnt natürlich auch Styropor nehmen, das gibt es im Baumarkt für 3 Euro oder so. Aber wir nehmen immer ganz gerne hier schon so ein Brett, das sieht einfach schicker aus. Genau. Dann die Deko. Deko haben wir hier einmal Mandelraspeln. Das ist natürlich bei einem Mandel-Nusskuchen, den wir ja hier verwendet haben, natürlich passend. Ansonsten kann man natürlich auch mit Streudekor arbeiten. Das sind hier so kleine goldene Zuckerpärchen, die natürlich mit einer Vollmilchschokolade auch wunderbar aussehen. Dann legen wir mal los. Einfach den Cakepop nehmen, dass er vollständig von Schokolade ummantelt ist. Und dann vorsichtig abziehen, nicht zu doll schütteln. Und auch nicht, dass er runterfällt? Genau, und auch so seitlich abziehen, das ist ganz wichtig, sonst landet die Kugel in der Kuvertüre. So, noch ist ein bisschen zu viel drauf. Aber jetzt fängt schon an, weniger runter zu tropfen. Dann beherzt einmal hier umdrehen, nochmal auf die andere Seite schütteln und an den Dekorateur übergeben. Ich mach mal weiter. Sehr schick. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Checkt die anderen Videos, abonniert den Kanal und kommentiert, sagt, wie es euch gefallen hat, ob es geklappt hat vielleicht auch nicht. Ja, wir freuen uns auf euch. Und wir futtern jetzt erstmal fleißig Cake Pops. Sind doch voll lecker geworden.